Viele Verbraucherinnen und Verbraucher kritisieren die Unmengen an Plastikverpackungen und fühlen sich, was nachhaltige Verpackungen angeht, nicht ausreichend informiert. Wie können Sie als Unternehmen darauf reagieren und gleichzeitig die vielfältigen Anforderungen an die Verpackungen Ihrer Produkte erfüllen? Die Ziele, die Sie bei der Auswahl von Verpackungen verfolgen, stehen manchmal im Konflikt. Ein Beispiel: Eine nachhaltige Verpackung kann teurer als eine nicht nachhaltige sein. Plastikverpackungen sind wegen ihrer positiven Eigenschaften weit verbreitet. Sie bieten guten Produktschutz und sind dabei preisgünstig. Doch gelangt Plastik in die Umwelt, bleibt es dort viele tausend Jahre und verschmutzt Gewässer und Böden. Gibt es also bessere Alternativen? Welche Verpackung ist die nachhaltigste? Die Frage ist leider nicht leicht zu beantworten. So ist zum Beispiel ein Mehrwegglas eine ökologisch sinnvolle Verpackung für passierte Tomaten. Als Verpackung für Mandeln ist es aber weniger gut geeignet, weil das Glas im Verhältnis zu den Mandeln sehr schwer ist. Mit unserem Leitfaden und dem dazugehörigen Schulungsmodul möchten wir Sie dabei unterstützen, aktiv zu werden. Der Leitfaden besteht aus zwei Blöcken. Im ersten Block geht es um das Verstehen. Sie lernen 6 Ansätze kennen, um Verpackungen zu reduzieren und erfahren, auf welche ökologischen Aspekte Sie jeweils achten sollten. Der zweite Block, Umsetzen, gibt Ihnen dann konkrete Hinweise, wie die Auswahl einer nachhaltigen Verpackung gelingen kann, Schritt für Schritt. Außerdem erhalten Sie Hilfestellungen, wie Sie eine konsistente Verpackungsstrategie entwickeln und was in der Zusammenarbeit mit Ihren Lieferanten zu beachten ist. Und natürlich bekommen Sie auch Tipps für die Kommunikation mit Ihrer Kundschaft. Zum Beispiel, was die Aufklärung weit verbreiteter Verpackungsmythen angeht. Ja, die Entwicklung und Umsetzung einer nachhaltigen Verpackungsstrategie ist sehr individuell und komplex. Unser Leitfaden und das dazugehörige Schulungsmodul helfen Ihnen, die nötigen Schritte zu gehen.